Hallo, ihr Affenhirne, um euch mal angemessen zu begrüßen, wie Jochen es machen würde. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit, um nicht nur Zwerge zu haben, für ein bisschen so eine Art Kellertagebuch meets EM-Talk, weil viele von euch sind scheinbar sehr fußballbegeistert, wenn man die rege Teilnahme an unserem WM-Tippen so anguckt. Und ja, ich habe keine Ahnung von Fußball, das seht ihr vielleicht in der Übersicht, dass ich grandios weit hinten liege. Und Thomas ist leider krank. Sein Platz ist ganz leer. Seht ihr das? Hier, seht ihr? Ist krank, nicht da. Deswegen wandere ich jetzt zum Sepp. Habt ihr schon mein schönes, süßes Le Petit Ray T-Shirt gesehen? Von QWERTY. Super süß. So. Hallo Sepp. Hallo Anne. Sepp hat ein bisschen mehr Ahnung von Fußball als ich. Total viel. Also ich kenne mich mit all diesen Fußballern aus. Immer. Also bist du gar nicht im Bild, das ist jetzt nicht. Das ist Okay, dann halte ich das jetzt jetzt so. doof. Ja, wir wollten mal so ein bisschen Genau. das Tippspiel bisher Revue passieren lassen. Ich habe das hier auch Da schon offen. seht ihr das ja. Kann Ihr man das könnt das ja, erkennen? also ich glaube, man erkennt das nicht so gut, deswegen mache ich die Kamera eher auf dich. Okay. Und sie passt Jetzt bin ich wieder auf dem nicht. Kopf. So, jetzt. Und das ist nur die Anzeige, wenn ich das Display drehe. Ja, gut. setz dich doch einfach. Ich setze mich hier auf. Die Pizzakartons. Da mache ich so. Geht das? Ja. So. Also, auf Platz 1 haben wir unangefochten den Herrn Lohnor. Oder Ist Lorna. Lohnor, Entschuldigung. Ist schon echt beeindruckend, was der schon alles rausgehauen hat. Der lag bei den ersten paar Spielen hier komplett richtig. Nur knapp daneben. Also hat schon 4, 5 Mal das genaue Ergebnis getippt, wo ich mich dann auch, da haben wir ja gestern schon drüber geschrieben, ist das Zufall oder hat er wirklich so viel Ahnung? Ich sag ja, Cheater. Aber wie soll man denn da cheaten? Weiß ich nicht, vielleicht schläft er mit jemandem von Kicktipp. Ja, auf jeden Fall. Haben wir hier auch auf der 8 schon den Lars, der sich vorgearbeitet hat. Der Herr Arsch mit Ohren. Auf dem gleichen Platz bin auch ich zu finden mit sehr vielen anderen aus der Community. Ich bin hier unter dem Synonym Vollkaracho unterwegs. Volker Racho. Ja. Und wen haben wir denn dann noch? Da ist der Thomas Wiese auf Platz 33. Runtergefallen um 8 Plätze. Leider die letzten beiden Spiele nicht getroffen. Ich auch nicht. Ich glaube, hier haben sehr viele verkackt bei den Guck letzten auf mich, guck beiden. auf mich. Wo bist denn du? Du bist noch Ganz hinten. eins Also ich weiter bin unten. auf 46, immerhin von 63 hoch. Weil gestern durch das eine Tor, was da noch fiel, das war mein Tipp. Ja. Da hat die Anne 2 Punkte abgeholt. Ja. Ach, vielleicht kann uns das jemand erklären. Gestern Abend bzw. Nacht, als ich geguckt habe, als ja alle Spiele schon durch waren, war ich auf Platz 36. Also es war ja durch, es hat sich nichts mehr getan. Und jetzt heute Morgen gucke ich und bin auf 46. Wie kann das sein? Das Was ist ist da sehr passiert? merkwürdig. Das kann sich hier keiner so wirklich erklären. Wieso, was passiert das, obwohl nichts mehr los ist? Ja, dass ich dann noch falle. Jetzt wollen wir aber noch mal ganz nach hinten gehen. Da ist nämlich auch noch der gute Killerjockel unterwegs, der ein bisschen später eingestiegen ist auf Platz 68. Ja, aber die Sachen, die er jetzt getippt hat, Ja. waren halt auch immer noch nicht so richtig gut. Also es ist Dafür war jetzt nicht. seine Aussage auf Facebook schon sehr, sehr großspurig. Ja. Aber kann ja noch werden, ne? Es ist ja noch sehr, sehr früh im Turnier. Dann besondere Props von meiner Seite aus für Iron Manny, weil ich den Namen, oder Iron Money, den Namen total Der ist süß schon gut. finde. Und als letztes ist, den letzten Platz können wir auch mal berichten. Lexing Flower Hat er überhaupt hat aber schon auch gar keine einen Tipps Tipp abgegeben. Ich abgegeben? finde das lustig, einige sind immer dazwischen, die keine Tipps haben und trotzdem dafür relativ weit oben sind. Hier auch die ersten Spiele verpasst. Ja, hier, der hat noch nichts. Schade. Naja, vielleicht wird das ja noch. Ich denke schon. Ja, du wolltest noch eine tolle Homepage Genau, vorstellen. genau. Gott, wie hieß es nochmal? Elferbolzen.de. Die sind nämlich sehr investigativ unterwegs, sage ich mal, und haben sich mal den ganzen Kleidungsstilen der Nationalspieler angenommen unter dem Hashtag die Swagschaft und sich da mal angeguckt, wie swaggy denn die Spieler eigentlich drauf sind.
Und du hast jetzt einen Liebling, darfst du dir vorstellen. Ja, also unter der Mannschaft ist mein Liebling auf jeden Fall der Herr Boateng, der schon ordentlich den Swag aufdreht, wenn man das so sagen darf. Ich meine, die Brille, die Mütze, da ist eigentlich alles dabei. Und vor allem auch hervorheben will ich diese Hose. Die ist schon echt stark. Aber manchmal sind unter den Fußballern dann auch immer noch so kleine Aufsätze, möchte ich meinen. Und dann werden sozusagen Punkte vergeben, wie gut der Swag getroffen worden ist. Hier Philipp Lahm zum Beispiel hier als Anti-Swagger bezeichnet. Wo hatten wir denn den guten Kollegen? Wie hieß er denn nochmal? Können wir ja gleich vielleicht schneiden. Rolf Fletcher. Fälscher. Genau. Der Mann, der hat schon richtigen Stil. Er denkt, dass das noch nicht genug ist. Hat hier noch einen schönen Rucksack, aber ich springe mal direkt zum letzten Bild. Also da hat er wirklich mal richtig aufgedreht, der Herr vom MSV Duisburg. Das ist einfach unbeschreiblich. Der geile Rucksack mit den Nieten dran. Es fehlen jetzt eigentlich die Links, dass man das nachkaufen kann. So Outfit nachstellen. Ja. Also da würde ich schon einige Schätze für dich vielleicht mitbestellen. Ja, ich hätte auch gern die Bauchmuskeln dazu. Das ist bestimmt auch als Top, dass das so aussieht, als ob du es anhättest. Das sieht dann bestimmt richtig echt aus. Das ist eine andere Sache. Aber der Lars ist auch da, schneidet. Sehr angestrengt, zumindest tut er gerade so. Er hört die Hälfte der Zeit immer nicht. Ihr könnt mich mal. Ja, Prognose für heute oder willst du deine Tipps nicht sagen? Stimmt, was haben wir denn heute? Ich kann ja schon mal sagen, wie es heute ausgehen wird, weil, wie man sieht, habe ich sehr viel Ahnung. Immer getroffen, alles. Naja, 8. Platz ist immerhin. Von 72 ist das schon ein einziges Jahr. Ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich Zufall. Sind die beiden Spiele, die heute kommen, denn sehenswert? Also Portugal-Island werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich Island überhaupt nicht einschätzen kann, was die für ein Team haben. Ich glaube, die habe ich noch nie gesehen. Und Portugal finde ich, naja, weiß nicht, ob die noch so viel haben, außer Cristiano Ronaldo. Österreich-Ungarn jetzt nicht ganz so spannend, finde ich. Was habe ich denn da getippt? Das können wir mal angucken. Willst du das, dass die Leute das sehen? Ja, ich meine, okay, dann mein Gott. Mach mal. Also Österreich-Ungarn habe ich 2-1 für Österreich getippt. Warum auch immer, keine Ahnung, Ungarn ist mir jetzt in den letzten Jahren nie so wirklich in Erscheinung getreten, auch wenn ich mich mit Fußball nicht so viel auseinandergesetzt habe. Oh, bei Portugal aber, warst du denn aber optimistisch, dass du nicht weißt, ob die noch können. Ja, aber ich denke einfach, dass Island jetzt nicht unbedingt die Fußballnation ist. Vielleicht. Lehne ich mich mal aus dem Fenster. Die waren die ganze Zeit auf ihrer kleinen Insel und hatten nichts anderes. Die sind richtig die Granaten. Das kann natürlich auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ziemlich gering. Wobei, wir werden heute Abend sehen, wie es ausgeht. Erst um 21 Uhr. Ja. Und was macht man dann bis dahin? Naja, Österreich-Ungarn gucken natürlich. Nee, man könnte auch E3 gucken. Was stimmt, E3 ist ja heute auch noch. Ja. Was geht denn da heute noch? Was für dich dabei, wo du dich drauf freust? Ich habe gestern die Ubisoft-Konferenz geguckt, wobei ich ja eigentlich nicht so der riesen Ubisoft-Fan bin. Aber dieses letzte... Haben die nicht auch wieder ein neues Assassin's Creed? Nee, die haben ja dieses Jahr kein Assassin's Creed, das ist ja das Besondere. Okay. Sie haben aber trotzdem eine Viertelstunde über Assassin's Creed geredet. Weil, man darf sein Baby ja nicht außer Acht lassen. Und ansonsten kamen auch noch sehr viele Open-World-Spiele, wo man auf Türme klettern kann und so. Und wahrscheinlich 3 Tom Clancy-Titel. Aber sehr interessant fand ich dieses... Extremsport-Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das nochmal? Irgendwann später. The Steep, genau. Das sieht sehr vielversprechend aus. Mal was ohne Geballer. Langweilig. So, wo haben wir es denn? Genau. Fand ich sehr schön. Einfach mal Paragliden über den Bergen und... Snowboard fahren. Und da fand ich auch sehr erschreckend. Da würde ja VR sich auch anbieten. So. Ja, aber ich glaube, das ist ziemlich heftig. Vor allem, ach Gott, das haben sie jetzt weggeschnitten, aber in dem Trailer gab es auch einen Teil, wo es einen richtig mit diesem Fluganzug gegen den Stein schmettert und er schreit, als würde er gerade sterben. Und da dachte ich so, oh Gott.
Das wollte er wirklich machen. Ich dachte, das soll... Sie reden halt vorhin nur die ganze Zeit davon, ja, und Spaß mit deinen Freunden. Und dann Cut da drauf, der Typ stirbt und wird gegen den Stein gefetzt. Aber sowas ist halt auch echt super. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich find das cool. Ich war ja auch ein großer Fan von Shaun White Snowboarding, falls es irgendjemand gespielt hat. Das habe ich immer rauf und runter gespielt. Hatte man so ein Brett dafür wie du? Oder nee. Das war ein ganz klassisches Mit-Controller-Spiel. Ja, irgendwie hat mich noch nicht so richtig umgehauen, was ich da gesehen habe. Ja, so richtig umgehauen. Ich dachte mir, oh, das muss ich jetzt haben. Ich weiß nicht, ich habe vorher auch diese PC-Konferenz angeguckt. Hast du davon was gesehen? Gar nicht. Ja, war ganz nett, sage ich mal. Aber es war halt irgendwie nichts Krasses dabei. Und die waren halt auch ein bisschen lahm unterwegs, wenn man das sagen darf. Also jetzt nicht wirklich so ein Tamtam draus gemacht. Aber dafür halt auch mal ein paar Fragen gestellt, die man so auf der Bühne nicht hören würde bei Ubisoft oder so. Ja, egal. Wer ist denn alles noch dran? Also EA war ja schon, Ubisoft war schon. Ich weiß es gar nicht. Microsoft war ja auch schon. Sony war ja auch letzte Nacht. Kommt überhaupt noch eine Pressekonferenz? Ah, zum Beispiel von Nintendo habe ich gar nichts gehört. Machen ja auch nichts. Nach dem ersten Tag war auf GameStar, da gucke ich ja auch morgens dann immer, was so ist, war nach EA war die Seite voll mit EA-News und zu Ubisoft war dann schon mal nichts mehr. Und bei den anderen habe ich jetzt auch so gar nichts mitbekommen. Was haben wir denn noch anstehen? Oh, Sony? Quake wird jetzt auch ein Hero-Shooter, weil wir momentan ja nicht genug Hero-Shooter haben. Ja, ich glaube, das war's schon. Also, hier ist Sony als das Letzte geführt. Zeig nochmal die Übersicht. Wir sind auf der Seite von IGN, nur falls ihr euch fragt. Da hatten wir EA als erstes, dann kam Bethesda, Microsoft, Ubisoft, Sony. Ja, ich finde, mehr gibt es auch nicht, oder? Blizzard, ja, aber die haben da ihre eigene Veranstaltung für, ne? Auf die Gamescom erwarten, die ist ja auch bald. Jo. Ansonsten hier, das ist die neue Konsole von Microsoft, weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Die Xbox Slim? Nee, die haben ja eine komplett neue Hardware angekündigt. Das habe ich nicht mitbekommen. Echt gar nicht? Nee, ich hatte nur Bilder von Xbox Slim und da fragten sich gerade, ob das Fake oder real ist. Und ich denke, warum soll es Fake sein, wenn sie eine dünne, neue Version anbieten? Wo haben wir es denn? Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Project irgendwas? The power is off in 1 minute. To save energy, press any button to prevent the power off. Stand gerade als Meldung. Diese Konsole, die Microsoft angekündigt hat. Hast du das geträumt? Oh, die Nein. Irgendwas mit N. Ach. Xbox Neo. Nee. Scorpio, genau, das war's. Irgendwas Scorpio mit das N. Gleiche. Scorpio. Ach so, die Bilder habe ich aber gesehen und dachte, das wäre eine Slim. Ja, das ist die Slim. Aber dazu haben sie noch Project Scorpio mit 6 Teraflops, was auch immer das sein mag, angekündigt. Und sie ist noch nicht so ganz bekannt, ist was... Ist Flops nicht so das alte? Datendurchsatz der Grafikkarte. Ah, was Lars sagt. Ah, durch Lars lernen wir hier noch Sachen. Jo. Weiß nicht, was das soll. Sie wollen da jetzt auf 4K gehen, wobei, wer hat ein 4K? Also es gibt sehr wenig Leute, die einen 4K-Fernseher haben. Für die ist das dann. Jo. Ach ja, und das hatte ich auch gesehen, Fallout in VR. Das finde ich wiederum ja ganz interessant. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, das ganze Spiel in VR zu spielen. Vielleicht hatten die... Das hatte Uke doch erzählt. Entschuldige, ich habe Quatsch erzählt. Es ist die Rechenleistung eines Rechners. Das ist ein Floating Point Operations per Second. Ach, dann klingt es doch gar nicht mehr so albern. Flops. Uke hatte doch erzählt, dass rein theoretisch jede PlayStation zu Hause VR-fähig ist. Dass wenn die PlayStation VR die Brillen rausbringt, ist es ja interessanter, weil jeder, der eine PlayStation hätte, könnte dann VR-Titel spielen, während PCs haben die Leute meistens ja auch nicht, dass die so stark sind. Vielleicht hatte Xbox da einfach Angst und die Xbox kann das nicht oder könnte das nicht und bringen jetzt dementsprechend das konkurrierende Produkt mit raus, dass sie dann auch eine Version haben, wo du dann... Genau, hier lese ich auch gerade Gerüchten zufolge, soll die Xbox Scorpio direkt mit Oculus funktionieren, was natürlich Sinn machen würde. Ja. Dass sie da auch irgendwie ihr Konkurrenzprodukt an den Start bringen. Aber dann ohne eigene Brille, sondern mit der Oculus. Während die PlayStation hat doch eine eigene Brille dann, ne? Die haben dann ihr Oder Sony ist die VR. Oculus eh von Microsoft?
Die nee, das ist doch, nee, Oculus Rift fing als Indie-Projekt an. Genau, und die gehören jetzt zu Facebook, glaube ich. Irgendwas war da. Ja. Irgendjemand wurde von Facebook gekauft, auf jeden Fall. Und Vive arbeitet ja mit Steam zusammen. Mm, okay. Jo, ich bin mal gespannt, was daraus noch wird und wie dieses Scorpio-Gelöt letztendlich aussehen wird, weil von der Xbox One war ich bisher nicht so überzeugt. Ja, Sepp ist jetzt unser VR-Experte, der musste hier die ganzen Sachen raussuchen. Gezwungenermaßen. Kenne ich mich jetzt einigermaßen mit den Dingern auf. Weiß zumindest, wie man sie installiert. Ja, wie man sie einrichtet, wie man spielt. Und jetzt geht's mit AR weiter. Ja. Ey, ich hätte die Dinger am liebsten noch ein bisschen da behalten, aber wir mussten sie leider schon wieder abgeben. Schade. Ja, aber auf AR bin ich auch sehr gespannt, wie ausgereift es schon ist. Da gibt es ja noch keine offiziellen Consumer-Versionen, sondern nur Development-Kits, die jetzt rausgegeben wurden für, ich glaube, um die 3000 Euro kostet so eine HoloLens. Ja. Ob das schon, ob es da schon irgendwie repräsentative Software für gibt, die halt auch schon flüssig läuft. Ich kann mir dieses AR-Ding einfach noch gar nicht vorstellen, wie das dreidimensional dann im Raum dargestellt wird. Da bin ich sehr gespannt. Ja, auch alles, was jetzt so die Handys und der 3DS kann ja auch so ein bisschen dieses, ich halte es natürlich, das ist ja nur so ein Simulieren von AR, weil letztendlich sehe ich es ja, es sieht zwar aus wie im Raum, aber ich sehe es halt auf dem Display von meinem Handy oder vom 3DS und das ist ja dann auch letztendlich VR und nicht AR. Ja, eigentlich schon. Also, ja, ja. Also das ist dann so eine Haarspalterei mit dem Wort, finde ich für mich noch. Mhm. Ja, aber das hast du ja bei HoloLens dann nicht. Da hast du dann, nee, da soll es ja wirklich im Raum sein, ne? Und das ist dann, glaube ich, schon ziemlich krass, wenn das richtig funktioniert. Ich frage mich halt nur, wie das mit der Bedienung klappen soll, weil da irgendwie in der Luft rumfuchteln, weiß ich noch nicht, ob das der richtige Weg ist, um das zu machen. Naja, wir werden sehen. Das war's denn erstmal. Jetzt ist das ein bisschen ausgeartet. Echt lang gelabert, ey. 17 Minuten. Schreiben wir digital raus. Ja. Ich guck mal, wie ich das zurecht murschlappe. Vielleicht lasse ich es auch einfach. So ein bisschen Talk, was man nebenbei vielleicht von uns anhaben kann. Ja, mal schauen. Wenn man das Gefühl hat, dass wir auch leben. Ja, wir leben. Wink mal in die Kamera. Winkt mal beide in die Kamera. Lars, du auch, bitte.